Rembrandt hat nahezu 40 Selbstbildnisse hinterlassen. Das ist in der Geschichte der Malerei ein echter Einzelfall. Der Amsterdamer Maler war ganz im Gegensatz zu seinem flämischen Zeitgenossen Peter Paul Rubens, aber offenbar kein guter Kaufmann. Zeitweise musste er sich sogar von seinem Sohn anstellen lassen, da ihm selbst die Geschäftsfähigkeit entzogen worden war. Die Selbstporträts waren jedenfalls ein gelungenes Vehikel der Selbstvermarktung. Für den ambitionierten Sammler waren sie beides: Rembrandts Abbild und der Beweis seiner Kunstfertigkeit. Die große Zahl an Selbstporträts könnte auf einen stark ausgeprägten Narzissmus des Künstlers schließen lassen. Wenn man den Blick auf Rembrandts Popularität in Amsterdam lenkt, so findet sich jedoch eine andere Erklärung. Wir kennen weitere 20 Selbstbildnisse Rembrandts, die wahrscheinlich nicht von ihm selbst gemalt wurden, sondern von seinen Schülern. Das heißt, die Nachfrage nach dem Antlitz des Meisters war so groß, dass die von ihm sehr gründlich herangezogenen Schüler an dieser Produktion von Selbstbildnissen beteiligt waren. Das heißt, in erster Linie ging es also darum, dass man als Rembrandt-Sammler auch das Gesicht des Meisters in seiner Sammlung hatte. Sein Erfolg als Porträtist brachte dem Maler viel Geld ein, das aber nicht halten konnte. Mit dem Kauf eines viel zu großen Hauses und Investitionen in eine Kunstsammlung übernahm er sich finanziell. Er fertigte das große Wiener Selbstbildnis im Jahr 1652 an. Zu dieser Zeit hatte Rembrandt eine schwere Krise hinter sich. Nach dem Tod seiner Frau Saskia stagnierte die Produktivität des Meisters. Wie viel man jetzt aus diesen biografischen Umständen in das Bild hineinlegen will oder aus dem Bild herauslesen zu können, glaubt, das ist eine Frage, die sehr stark im Auge der Betrachter sozusagen liegt. Die Bilder sind sicherlich nicht als biografisch tagebuchartige Notizen, so geht es mir heute und ich habe gerade die und die Probleme. So sind die Bilder nicht gemeint, aber das natürlich das, was das Leben an Spuren im Gesicht Rembrandts, der hier übrigens erst 46 Jahre alt ist, hinterlassen hat, dass das sichtbar gemacht wird durch die Kunst des Meisters, das ist natürlich überhaupt nicht zu bezweifeln. Es sind unter anderem der dunkle Stil und die Ton-in-Ton-Malerei, die das späte Werk Rembrandts auszeichnen. Nur bei genauer Betrachtung gibt das Bild eine ganze Person in ihrer Haltung und Kleidung zu erkennen. Der Mantel, der von einem Stoffgürtel zusammengehalten wird, ist nachweislich Rembrandts Arbeitskittel. Dies belegt eine Skizze des Selbstporträts, auf der geschrieben steht: Dies sei Rembrandt in solcher Kleidung, wie er sie in seinem Atelier bei der Arbeit zu tragen pflegte. Für die Eigenhändigkeit des Werkes spricht eine Pinselführung, die das Antlitz auf eine unschmeichelhafte Art darstellt. Dasselbe gilt auch für das sogenannte kleine Wiener Selbstbildnis. Diese Schonungslosigkeit sich selbst gegenüber ist einer der auffälligen Unterschiede zu Selbstporträts anderer Künstler. Nur im Kunsthistorischen Museum gibt es übrigens die Möglichkeit, die Selbstbildnisse Rembrandts mit einem der äußerst seltenen Selbstbildnisse von Rubens zu vergleichen. Und es ist hochinteressant zu sehen, wie Rubens, damals übrigens 61 Jahre alt, sich als eleganter, skeptischer, aristokratischer Künstler mit Degen, Handschuh, Halskrause und der Säule, der eigentlich fürstlichen Säule im Hintergrund inszeniert. Im Vergleich dazu steht Rembrandt fast mit einer Art proletarischem Trotz vor den Betrachtern. Der nur mit seinem Vornamen berühmt gewordene Barockmaler Rembrandt Harmensohn van Rijn starb am 4. Oktober 1669 verarmt in Amsterdam.